wieder einmal gut gespielt und am Ende nicht belohnt. Trotz einer starken spielerischen und vor allem kämpferischen Leistung war für den FC Hansa Rostock zum Abschluss der englischen Woche am Freitagabend bei Spitzenreiter Paderborn leider nichts zu holen. Das bittere Fazit für den FCH: 2 Platzverweise und eine unglückliche 2:1 Niederlage. Vor allen Dingen in den Schlussminuten war es auch viele Sachen unübersichtlich und ich denke auch die gelb-rote Karte für Brian war meiner Meinung nach unberechtigt, aber ja, der Schiri hat dann so entschieden und dann beim Tor, ja, das sieht man dann halt schlecht, weil wir halt da weiter weg saßen, aber irgendwie hat sich das nicht so angedeutet für mich und ja, dann kam das Tor überraschend und danach ist es natürlich schwer, noch irgendwas zu machen. Für die Kogge heißt es nun aber Paderborn abhaken und den Blick nach vorn richten. Denn am Sonnabend wird mit dem VfR Aalen ein ziemlich unbequemer Gegner zu Gast im Ostseestadion sein, der seit nun schon 6 Spielen auf einen Sieg wartet. Ja, das macht sie auch gefährlich. Also ich glaube, die haben so eine ähnliche Situation wie wir. Ich weiß jetzt nicht, wie die spielen, also vom Fußballerischen her, weil wir das halt noch nicht analysiert haben. Aber ich habe nur gehört, dass sie jetzt auch lange nicht gewonnen haben. Und ich denke, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, interessantes Spiel. Aber wo wir auf jeden Fall dann als Sieger rausgehen müssen. In die Vorbereitung auf die Partie, in der es dann endlich mit dem ersten Heimsieg der Saison klappen soll, starteten Willi Evsejew und seine Teamkollegen am Dienstag früh, wo nach langer Verletzungspause endlich auch Christopher Quiring wieder mitmischen konnte. Nach überstandener Erkältung sind seit Donnerstag auch Marcel Hilsner, Jeff Dennis-Fehr, Wladimir Rankovic und Brian Henning wieder dabei. Zudem hat sich Oliver Hüsing nach seiner Nackenverspannung zurückgemeldet und Munir Buzian konnte schon wieder mit dem Ball trainieren. Entsprechend stimmgewaltig fiel damit auch das Geburtstagsständchen für unseren Cheftrainer Pavel Dotschew aus, der am Donnerstag 52 Jahre alt geworden ist. Gesänge und zwar Jubelgesänge der Fans wird es dann hoffentlich auch am Sonnabend beim Heimspiel gegen Aalen geben, in dem unser Cheftrainer allerdings auf Brian Henning verzichten muss, der in Paderborn gelb-rot sah, sowie auf Tim Werin, der nach seiner roten Karte beim SCP für die kommenden 2 Spiele gesperrt wurde. Vor der Partie gegen den VfR Aalen, der genau wie die Kogge aktuell 13 Zähler auf dem Konto hat, steht der FCH auf dem 8. Tabellenplatz. Mit der Unterstützung der Fans sollen gegen das Team von Ex-Hansa-Coach Peter Vollmann die Bilanz aufgebessert und die Punkte geholt werden, die in den vergangenen Spielen liegen gelassen wurden. Tickets für die Partie gibt es in allen Vorverkaufsstellen des FC Hansa und im Online-Ticketshop auf www.fc-hansa.de. Die Tageskassen öffnen am Sonnabend um 12, das Ostseestadion um 12.30 Uhr. Diese Jungs werden am Sonnabend mit Sicherheit vor allem auf Hansa-Keeper Jannis Blaswig achten. Schließlich stehen sie als Torhüter in den Nachwuchsmannschaften der Kogge selbst regelmäßig zwischen den Hansa-Pfosten. Tipps und Tricks fürs eigene Torwartspiel gibt es für die Torhüter der Kogge in regelmäßigen Abständen auch aus allererster Hand. Beim internen Torwarttag der Kogge. Also Grundgedanke von dem internen Torwarttag, so nennen wir es, ist ganz einfach, dass alle Torhüter zusammen trainieren, dass die Kleinen die Großen sehen, die Großen natürlich auch mit den Kleinen sich beschäftigen, dass sie auch schon eine gewisse Verantwortung übernehmen. Für die Kleinen ist natürlich immer ein Highlight, U19-Torwart oder mit einem U19-Torwart zu trainieren, wobei wir da auch unterscheiden müssen, wir trainieren schon in altersgerechten Gruppen, aber eben komplett alle auf einem Platz. Hintergedanke ist dann zudem, wir haben ein einheitliches Ausbildungskonzept und wir haben natürlich den Anspruch dann auch einheitlich zu trainieren und alle Torhüter bei uns trainieren in den Übungen dann die gleichen Übungen, nur halt altersgerechter. Neben einer einheitlichen Ausbildung aller Hansa-Keeper von der U11 bis zur U19 soll es beim internen Torwarttag natürlich auch darum gehen, das Wir-Gefühl zwischen den erfahrenen und jungen Torhütern zu stärken. Ein gewisses Wir-Gefühl wird sicherlich auch am Sonntag im KTC aufkommen, wenn sich bei Best of Rostock Sports Sportler der bekanntesten Vereine der Stadt ein Stell-Dich-Ein geben. Der FC Hansa Rostock ist natürlich auch dabei und freut sich schon auf die große Autogrammstunde mit den Sportlerkollegen und natürlich auf alle Fans und Besucher, die zwischen 14 und 16 Uhr auch mal vorbeischauen werden. Reinschauen sollten alle Hansa-Fans ab dem 29. September in die neue Ausgabe der Sendung City Cooking. Denn dort wird diesmal ein ziemlich bekanntes Hansa-Gesicht den Kochlöffel schwingen. Und so sieht das Programm für die Hansa-Nachwuchsmannschaften an diesem Wochenende aus. Für die U15 der Kogge geht es am Sonnabendnachmittag
auswärts bei Union Berlin ran. Die Mannschaft von Trainer Birger Lipp konnte in den bisherigen 5 Punktspielen 4-mal als Sieger vom Platz gehen und rangiert damit aktuell nur knapp hinter dem Tabellenführer RB Leipzig. Die U17 empfängt am Sonntag den Chemnitzer FC im Volksstadion. Einen Tag später greifen dann auch die A-Junioren wieder ein. Am Sonntag um 11 Uhr wird der FSV Zwickau, der direkt hinter dem FC Hansa liegt, im Volksstadion zu Gast sein. Die Amas sind ebenfalls am Sonntag im Einsatz. Für die Elf von Felix Dojan geht's zum FC Strausberg.